Für diesen Mann läuft es einfach rund. Johannes Vetter, Speerwurf-Weltmeister von 2017, legte kürzlich den zweitweitesten Wurf in der Leichtathletikgeschichte hin. 97,76 Meter, das ist deutscher und persönlicher Rekord. Ich habe ein sehr gutes Niveau zurzeit drauf, freue mich natürlich darüber, das trotz der derzeitigen Lage weltweit einfach so umgesetzt zu haben und jetzt hier beim ISTOF nochmal einen krönenden Abschluss zu finden, ist einfach hervorragend. Am Sonntag wird Johannes Vetter bei der 99. Auflage vom ISTOF im Berliner Olympiastadion an den Start gehen. Auch Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo wird dabei sein. Für sie ist es aufgrund von Corona und Verletzungen der erste große Wettkampf des Jahres. Und das war eine interessante Phase, war auch eine Herausforderung, aber ich versuche Herausforderungen immer als Chance zu sehen, an denen man dann auch wachsen kann. Das ISTOF ist eines der ersten Sport-Groß-Events, bei dem Zuschauer wieder dabei sein können. 3500 Fans dürfen unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln ins Olympiastadion. Worauf ich mich wirklich freue, ist auf die sportliche Qualität. Auch das war unsicher, wie viele Sportler sind überhaupt da, wie sind die in Form. Und ich kann nur sagen, wir haben in 11 Disziplinen 9-mal den Weltjahresbesten, die Weltjahresbeste am Start. Also ich freue mich wirklich jetzt auf die Wettkämpfe. Insgesamt 12 Weltmeister sind beim ISTOF dabei und Johannes Vetter, der will zum Saisonabschluss nochmal ordentlich einen raushauen.